Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Halloween-Truck-Folge von American Truck Simulator. Ja, mal schauen, wo es heute hingeht. Irgendwas mit Auflieger? Flachbettauflieger. Okay. Kann ich das dann? Achso, doch klar, ich kann es mit meinem machen, aber nicht mit meinem Truck. Okay, ansehen, gleichen Job annehmen, zack. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du bist jetzt von hier gestartet. Sehr schön. Der ist aber wirklich kurz hier. Naja, wollen wir mal schauen, wie lange es dauert? Das Hä war übrigens das Hallo vom Epi. Genau. Nur mal so am Rande. Wieso habe ich jetzt Auflieger? Achso, der ist hier. Och, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt nichts, dass er mir zeigt, wo das ist? Aber klar, wenn das natürlich direkt hier ist, warum sollte er mir dann im Navi irgendwas anzeigen? So. Ah, ein bisschen weiter, weiter, weiter. Stopp. Die Leute gucken mich hier schon. Nee, die gucken mich gar nicht an. Die sind da am Arbeiten. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn er mir jetzt nur anzeigt, wo wir hin müssen, dann ab dafür. Ich wollte eigentlich, aber hier ist kein Reparaturding, ne? Ich wollte eigentlich mal gucken wegen der Farbe. Die wollte ich die ganze Zeit hier schon machen. Können wir danach mal machen, dann muss ich ja auch reparieren mal. Ja, weil ich das auch aufnehmen wollte. Ich stehe übrigens die ganze Zeit hinter dir und warte, bis du endlich fährst. Ja, sag das doch. Ey, guckst du nicht in den Rückspiegel oder was? Die No, ganzen was ist ein Halloween-Köpfe, das Rückspiegel? bin Kenne ich ich. nicht. Ja, das glaube ich. Ich kenne ja dein Bild. Jetzt ist der hier. Toll, jetzt stoppt der und ich fahre jetzt gleich vor die nächste Karre, weil der hier gestoppt hat. Also, liebe Kinder, macht das niemals nach. Wenn ihr den Führerschein macht, dann auf jeden Fall immer am Stoppschild stoppen. Schaut nicht auf die Gameplayerin, wie sie fährt, weil sie hat keinen Führerschein. Ich habe kein was? Führerschein. Du hast Achso. keinen Führerschein. Nee, einen Truck-Führerschein habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, mit Klasse 3 ist, glaube ich, normal, ne? Darfst auch keinen Truck Ja. fahren, Nee. ne? Ja, weil mit der ganz früheren, die Ja, die meine Behörde Eltern, bis glaube ich, noch 7,5 hatten. Tonnen nur darfst fahren. Ja, aber da durftest du einen kleinen LKW mitfahren, ne? Nee, bis 3,5, Entschuldigung, 3,5 Tonnen. Ja, aber das ist doch auch LKW, oder nicht? Ja, Naja. keine Ahnung. Also so diese kleineren Eher so meine ich. Oh. Kastenwagen, ja, aber. Ist das nur Wie gesagt, sprintermäßig die so? alten Führerscheine gingen mal weiter. Die waren mal bis 7,5 Tonnen durfte da fahren, ohne einen richtigen LKW-Führerschein zu machen. Also ich meine, mein Opa dürfte Truck fahren. Meine ich, dass mir das Ja, mal mein Vater und irgendeiner meine gesagt Brüder, hat. die haben auch diesen, die haben einen richtigen LKW-Führerschein gehabt. Aber Also meine gemacht. Brüder, weil, ja, die hatten die, weil bei der Bundeswehr. Die waren Achso. ja länger da und da haben die den dort gemacht. Der Ja, ist das ja ist auch nicht natürlich ganz geil. günstig, ne? Ja, aber Bundeswehr kriegst du wahrscheinlich dann umsonst, oder? Ja, deshalb haben sie das ja gemacht, weil Ja, warum vielleicht nicht? braucht man sowas dann nochmal im wahren Leben irgendwann. Wäre ja eigentlich blöd, wenn man es nicht mitnimmt, ne? Hätte ich auch gemacht. Ich meine, man muss nicht unbedingt alles Kostenlose mitnehmen, aber ich meine, das ist ja was, was wirklich richtig teuer ist. Und wenn du vielleicht irgendwann. Kann ja sein, dass du irgendwann mal so auf den Trichter kommst, oh ja, mein Beruf macht mir keinen Spaß, vielleicht ist Truckfahren was für mich oder so, ne? Also Ja. LKW fahren, ne? In Deutschland. wobei Truck hört sich irgendwie cooler an, finde ich. Das ist nicht so, naja, das sind 8 Stunden. Ich muss auf jeden Fall gleich mal tanken Das und war hier. ja, nee, das ist zu früh. Ja, dann Nicht. tanke ich mit dir mal mit. Also jetzt noch nicht, die nächste werde ich wohl tanken dann. Deswegen bin ich ja hier am Überlegen. Ich gucke vor allen Dingen die ganze Zeit auf diese lilane Fläche, Ah. ne? Ich kann die Station umfahren. Und habe dann noch gedacht, ja. Boah, geh mir doch nicht auf den Nerven. Musst du wiegen? Nee, ne? Ja, wahrscheinlich, aber ich fahre da nie drauf. Ich zeig dich an. Du, Hm.
theoretisch müsste das sogar klappen, wenn du auf der Autobahn daneben fährst. Ja, genau. Hier steht nämlich, halten Sie vorne auf der Waage. Wenn du jetzt auf gleicher Höhe halten würdest, würde mich mal interessieren, ob das funktioniert, weil der sagt mir das immer, wenn ich daneben fahre. Also, und natürlich, wenn ich drauf fahre, auch, klar. Aber der zeigt mir das trotzdem immer an, wenn ich daneben fahre. Und mich würde es echt mal interessieren, wenn ich da eine Vollbremse mache und auf gleicher Höhe bin, ob der das dann auch mitzählen würde. Aber ich denke mir mal nicht. Ich denke mir mal, es wird dann nur anders... Oh, Alter! Ernsthaft! Setzt der sich im letzten Moment noch vor mich, weißt du? Ich wollte nach rechts über einen Standstreifen rüber. Mhm. Oh, fahr! Geht nicht! Musste bremsen mit einem scheiß PKW vor mir. Ja, der war gerade weg, deswegen sag ich ja, fahr. Ja, aber bei mir war er nicht weg. Der ist jetzt weg, aber jetzt komme ich nicht so schnell aus dem Puschen. Der eine will jetzt noch davor setzen. Ey, ich halte mich hier gerade so an die Geschwindigkeit. Gut, ich bin jetzt, ich drück gerade Vollgas, ne? Ich kann halt nur nicht mehr. Und dann kommt so ein Idiot und überholt mich da fast mit doppelter Geschwindigkeit. Gefühlt. Gut, da kann ich noch nicht mal sagen, das ist nicht realistisch, weil das machen ja viele, ne? Die dann einfach Knallgas, ich sag jetzt mal, wo 100 ist, dann mit 150, 200 Sachen dich überholen oder so. Zuletzt hatte ich das auch wieder, da bin ich 50 gefahren. Klar, man konnte schneller fahren von der Straßenlage her. Aber es war halt eben 50 und es war noch stark am Regnen, muss ich dazu sagen. Und da saß mir einer fast im Kofferraum die ganze Strecke über. Na, ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt kurz auf die Bremse drücke, dann hängt der mir wirklich im Auto drin. Hier vorne kreist schon wieder so ein Polizeihubschrauber. Also in der Realität, ne? Nicht hier drin. Nee, hier kreist er. Nein, in der Realität hing der mir fast im Kofferraum. Ach so. Vor allen Dingen denke ich mir dann auf einer Straße, wo es immer mal wieder so hubbelig ist, so ähnlich wie hier, und du siehst nicht unbedingt, was da vom Gegenverkehr kommt, weißt du, wenn der Hubbel wieder runtergeht. So eine Landstraße, auf beiden Seiten einspurig und mit vielen Links-Rechts-Kurven noch dabei. Und halt starker Regen, wie gesagt. Muss man da unbedingt den Leuten dann im Kofferraum hängen, wenn die sich an die Geschwindigkeit halten? Ich meine... Klar, ich fahre jetzt auch nicht immer 50, wenn da 50 ist. Ich fahre dann auch schon mal 60. Ich denke mal, das macht so ziemlich jeder von uns. Es sei denn, vielleicht Fahranfänger, die jetzt wirklich drauf achten müssen. Ne, da gibt es ja nicht so viel Karenz. Drängeln und dann so im Kofferraum da zu sein. Weißt du, wenn der schnell fährt und der bremst ab und kommt nicht so schnell zum Stehen. Wir müssen gleich rechts, pass auf. Das ist noch alles was ich noch nachvollziehen kann. Wenn er dann bremst und danach hält er mehr Abstand. Aber, oh, du musst gleich richtig rüber. Nee, warte mal, das ist die Kurve, die der hier anzeigt, oder? Boah, willst du mich denn? Ey, dieses Navi, ne? Ich dachte, nee, wir sind richtig. Ich dachte, wir müssen hier rechts rum, weil der das so komisch angezeigt hatte. Kreditkarten wurden mir. Deine Kreditkarten wurden dir. Nein, Kreditdaten wurden mir abgezogen. Also Geld. Wahrscheinlich kommt das bei mir auch bald wieder. Ich habe es schon seit einigen Fahrten nicht mehr gehabt. Wobei das ja irgendwie die Zeit, also die Tagen sind, die da... Ja, aber die Tagen im Game, deshalb verstehe ich das nicht ganz. Ja, wir haben ja schon... Einen Tag haben wir schon rum, oder zwei. Ja, das ist alle 5 oder 6 Tage im Game. Aber ich habe es auch schon gehabt, wenn ich lange Fahrten gemacht habe. Kann natürlich sein, dass ich dann auch vielleicht die Nacht übersprungen habe und dann... waren die Tage schneller vorbei. Das habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Bei mir fängt es an zu regnen. Ja, ich habe schon Scheiben... fahr doch mal rüber. Hast du das? Oh, ja. Ja, ich wollte den... Meinst du, die anderen fahren hier über 2 Spuren, oder was? Nee, das ist mir schon klar. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Ich muss jetzt gleich tanken. Das ist regnet, wolltest du gerade sagen. Ich dachte, da kommt mal eher eine Tankstelle, aber... Ja, deswegen tanke ich immer dann, wenn ich eine sehe. Es sei denn, ich habe gerade natürlich erst getankt. Wenn ich jetzt getankt habe, dann quasi starte sozusagen, auf die Autobahn drauf fahre, dann tanke ich nicht nochmal. Aber ich habe es halt auch schon gehabt, bei langen Fahrten speziell, dass ich da
ohne Scheiß, dass ich da tanken musste. Und ich habe das Gefühl gehabt, auf den letzten Drücker habe ich da noch tanken können, weil die ganze Zeit kam keine Tankstelle. Ich bin da teilweise so, ich glaube, es war hier im American Truck, bin mir ziemlich sicher. Das war so lang, dass ich da gefahren bin und die ganze Zeit, ja, bringt doch mal eine Tankstelle, bringt doch mal eine Tankstelle. War eine, die habe ich aber zu spät gesehen, weil da musstest du komplett rausfahren. Das ist dann halt so eine Sache, ne? Mhm. Dann weißt du auch nicht immer, komme ich dann auch wieder vernünftig auf die Autobahn raus, deswegen mache ich das nur sehr ungern. Ich glaube, ich bin dann sogar rausgefahren, weil es auch keine auf der Autobahn gegeben hat. Am Ende. Und ich war fast komplett unten. Also der hat mir zwar noch nicht gesagt, du fährst Reserve oder so. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht sagt er das auch gar nicht, keine Ahnung. Aber es war schon extrem. Extrem leer. Jetzt bin ich ja zum Glück etwas über die Hälfte. Zur Not kann ich dich abschleppen. Ja, bei mir ist noch nicht Reserve angegangen, aber es ist auch kurz davor. Ich nehme dich dann mit, dann lasse ich dich an der Tankstelle raus und dann kannst du da kann ich da zurückgehen. Oder? Genau. Ja. Dankeschön. Ja, oder ich mache den Auftrag zu Ende, dann musst du 5 Stunden warten. Nee, dann sind das 10 Stunden. Fahre ich dann wieder zurück und dann kann ich deinen Truck auch da abgeben. Dann fährst du dann mit meinem mit. Genau. Mit dem anderen Anhänger. Also deinen Truck gebe ich natürlich nicht ab, sondern einen Anhänger. Einen Auflieger, ja. Ja, Auflieger. Anhänger ist irgendwie schneller gesagt als Auflieger. Muss ich erstmal drüber nachdenken, wie das Ding heißt. Ich finde übrigens. Ich mit der Trucker-Sprache vertraut machen. Ja, du kannst mir ja noch nicht mal sagen, ob das Führerhaus oder Fahrerhaus heißt. Führerhaus. Habe ich eben 3-mal gefragt. Was transportieren wir jetzt eigentlich? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Halloween-Dinger, ja. Ja, super. Aber da steht normalerweise auch drin, transportieren wir Pflaster oder. Oder ja. Mehl oder keine Ahnung. Weil da gibt es ja auch verschiedene Errungenschaften. Ne? Wenn du 10-mal Getreide oder so, ach so. Nee, Getreide weiß ich nicht, aber Gemüse auf jeden Fall, wenn du das geliefert hast. Dann gibt es eine eigene, glaube ich, für Kartoffeln speziell. Ich habe schon einen Tiertransport gemacht, ich glaube, aber die haben alle gekotzt, als ich die gefahren habe. Die Tiere. Die Tiere. Die armen Schweine. Schweinetransport. Oder nee, Rinder waren es, glaube ich. Rinderwahnsinn. Ja, jetzt weiß ich, wie das entstanden ist. Ja, super. Ja. Nichts mit Verschwörungstheorie und so, ne? Der Rinderwahnsinn ist beim Epi entstanden. Jetzt habt ihr es mitbekommen. Mhm. Oh, wir müssen hier raus. Mhm. Danke, dass du mir das so früh gesagt hast und ich dann ja, komplett ich nach rechts rübergefahren bin. Wir halten ja übrigens an. Ich bin fast in deinem Kofferraum gewesen, danke. Mhm, du bremst aber auch immer so stark. Idioten, fahrt doch mal weiter. Aber ohne Scheiß, rechts und links kommt. Also ja gut, die haben jetzt Stoppschild. Aber rechts und links keine Autos und die stehen dann da erstmal gefühlt eine halbe Stunde. Kann der mal fahren? Ich bin ja die ganze Zeit aufs Gas am Drücken. Oh, ich krieg Heimweh. Heimweh? Hier rechts ist eine Baustelle. Ich will jetzt den Baustellen. Oh, hier ist eine Tankstelle, machen. Ich muss mal einen tanken. Junge, fahr! Ich will da auch noch drauf fahren. Du fährst rechts. Ja, super. Ich kann da nicht links, wenn du da rechts stehst, weil dein Anhänger zu lang ist. Ja, Auflieger, Entschuldigung. Ja, ich kann nämlich nicht sehen, ob rechts was ist. Und wenn ich jetzt nach rechts einkurbel. Oh, ich habe immer noch. Kann sich nur. Ja, das war auch sehr eng hier. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Bleibst du vorne, wartest aber mal eben, ja? Fährst du nur so ein bisschen raus aus dem Ding? Ja, ja. Ja, weil wenn ich nämlich nach ganz rechts fahre und oft ist das, dass da nur PKWs, ja jetzt auch wieder, jetzt ist nämlich auch das Ding nicht drin, dass da nur PKWs rein dürfen. Oh. Der Anhänger macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Hey, hast du eigentlich irgendwo, du hast wahrscheinlich meine Videos eh nicht angeguckt, aber hast du irgendwo diesen wunderschönen kleinen Sheriff unten rechts gesehen? Nein. Arsch. So, wir können... Hier, Herr besoffener Truckfahrer, fahren Sie mal weiter. Wir fahren aber gerade lauter Trucks her. Ja, da muss man langsam reinfahren. Also nicht so, dass die einen direkt überfahren, aber langsam reinfahren. Irgendwann bremsen die dann.
So wie das Auto hier. Was natürlich weiterfährt und dann nämlich reinfährt. Junge, das ist jetzt dein Problem. Halt. Ich hab gesehen, wie du den weggeschoben hast. Ja, sowas, da kriege ich dann die Krise. Da bezahle ich ehrlich gesagt lieber, weißt du, der steht da und lässt dich durch und sagt dann, oh Gott, am zweiten ist eine Frau am Steuer. Nee, da fahre ich mal lieber vor. Ja. So kommt das dann rüber. Und dann denke ich mir, nö, da musst du deine Schrottkarre halt abschleppen lassen. So. Das sehe ich so gar nicht ein. Vorne kannst 30, du nochmal schlafen, musst du schlafen? Ich war aber 60. Nee, erstmal nicht. Und obwohl eigentlich schon, aber ist egal. Ja, willst du rein? Nein, ich fahre jetzt hier durch mit 60. 59, weil ich bin gerade vom Gas gegangen. Ja, ich auch. Der Ebi spielt normalerweise durch. Rennspiele. Man sieht es, wer die Kurven schneidet. Ja. Oh! Was machen die hier? Vor dir ist doch keiner mehr. Ja, jetzt nicht mehr, aber gerade haben sie Vollbremsung gemacht. Ja, weil die nirgendwo anders reinfahren wollten. Und ich fahre dann zögerlich rein und dann bremsen die normalerweise. Und dann kann ich nämlich weiterfahren. So, der Bus, der denkt sich schon, scheiße, die fährt so über zwei Spuren. Da fahre ich jetzt lieber nicht rein. Und so macht man das dann in dem Spiel. Mhm. Und irgendwann sehen das die Entwickler und sagen sich, nee, so ist das aber nicht gedacht. Wir programmieren jetzt die KI, dass die einfach reinfährt. Genau. Und dann habe ich die Arschkarte gezogen. Die programmieren die aber so, immer wenn eine Gameplay-Reform reinkommt, dann fahren sie. Ja. Bei EU hat es ja leider nicht geklappt, für mich einen eigenen Schwierigkeitsgrad zu kriegen. Obwohl, ich war so kurz davor. Also ich hatte das Gefühl, der Entwickler und ich, wir waren so auf einer Wellenlinie. Mhm. Und dann hat er mich ausgelacht, als ich danach gefragt habe. Und dann habe ich gedacht, naja. Mist, Trick 17 funktioniert wieder nicht. Manchmal, wenn du hupst, dann kriegen die Krise und dann bremsen die plötzlich. Ey, ich fahre hier mit 100 und der überholt mich von rechts. Willst du mich hier? Das ist nicht dein Ernst. Ja, aber das geht nicht immer. Mit 105 überhole ich den jetzt so ganz minimal. Aber überleg mal. Ich meine, gut, in der Realität, klar, es ist natürlich auch so, dass sie dann mal viel schneller fahren, als sie dürfen und so. Also es ist nicht unrealistisch. Was natürlich extremst unrealistisch ist, wie ich jetzt gerade fahre, das auch. Aber was extremst unrealistisch ist, dass die dich so oft so extrem schneiden. Ja. Oder dass die aus dem Standgreif heraus plötzlich doppelt so schnell sind, wie du, nachdem du gehupt hast. Das habe ich auch schon öfter gehabt. Dann fahren die, können dich nicht überholen, weil die das nicht hinkriegen, schneller zu fahren. Und ich denke, jetzt mach endlich, damit ich diesen blöden Idioten vor mir überholen kann. Weißt du? Hm. Und die überholen dich nicht und dann hupst du und dann erschrecken die sich anscheinend und auf einmal sind sie mit doppelter Geschwindigkeit, dann siehst du die irgendwann nicht mehr. Außen Standgreif heraus, doppelte Geschwindigkeit und wusch, weg sind sie. Also, das ist so unrealistisch programmiert. Naja, und dann, obwohl, warte mal, nach dem Update. Ach nee, das war aber, glaube ich, nur im Euro-Truck, das war nicht im American-Truck, oder? Mit diesen Geisterfahrern. Ich glaube, im American Truck habe ich es noch nicht gehabt. Weil jetzt, ich will jetzt nichts darauf beschworen, aber jetzt habe ich es nämlich auch nicht aktuell. Dass dann plötzlich aus dem Nichts heraus für eine halbe Sekunde ein Truck vor dir erscheint oder direkt bei dir. Herr Epi. Was denn? Wir sehen ihre Fahrweise. Wir fahren direkt hinter ihnen. Ja, wenn der eine den versucht zu überholen, das dauert 5 Stunden, der rechte fährt wahrscheinlich. Ja, der fährt mir gleich in die Karre in der im Standstreifen rein, weil der den jetzt endlich mal geschafft hat zu überholen. Außerdem hatte ich gerade meine Tempomatgeschwindigkeit erreicht und ich wollte den jetzt nicht wieder rausmachen und bremsen. Also bin ich über den Standstreifen vorbeigefahren. Aber sich über andere ständig am Beschweren, ne? Oder wenn ich vorfahre, ja, wo fährst du denn entlang? Du kannst ja nicht und du fährst ja auch die ganzen Dinger immer um. Du fährst ja in die rein. Nein. Das mache ich meistens mit Absicht. Ja gut, manchmal natürlich auch, wenn ich eine Vollbremsung machen muss und der Idiot zieht plötzlich auf meine Spur oder so. Klar, dann passiert das natürlich auch schon mal. Aber wenn, dann ist das so, wie du das eben gemacht hast, so nach dem Motto, der Typ nervt mich total, den knall ich jetzt hier mal eben weg. Anna spielt 7 Days to Die, spielt die das öfter? Ja. Habe ich doch auch öfter gespielt. Da hast du dich doch auch gefragt, warum ich überhaupt das Spiel habe. Weißt du das nicht mehr? Da habe ich irgendwie 100 Spielstunden, 50 oder 100 Spielstunden, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau.
Und da kamst du irgendwann mal an, seit wann hast du Seven Days to Die? Und ich so, 2 Jahre oder so? Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie lange ich das jetzt da hatte. Also du kannst überholen, ja? Ich blockiere hier immer noch alles, was hinter uns fährt. Wenn wir tatsächlich irgendwann es mal hinkriegen, diese riesige Kolonnenfahrt mit der Community zu machen. Im Moment drücken sich ja noch alle. Erst haben alle hier geschrien und jetzt sagen alle, ja, ich weiß ja nicht, wann ich Zeit habe. Andere Antwort dann gar nicht mehr. Also cool fände ich es irgendwie so mit 10 Leuten oder so, weil das wird das totale Desaster werden. Da muss auf jeden Fall der Hintere gucken, dass er immer die anderen blockiert, weil sonst haben wir noch ein größeres Desaster, weil nämlich immer die kleinen Autos überall dazwischen fahren. Picket! Ist das Picknick oder was? Das amerikanische Picknick? Genau. Obwohl, die fahren doch immer mit diesen kleinen komischen Autos da, die den Elchtest nicht überstehen würden. Diese Kastendinger da, ich weiß nicht. Also es sind keine Sprinter, die sind viel kleiner. Weißt du, was ich meine, ne? Nee. Da steht dann immer groß Picknick auf der Seite drauf. Nee. Ey, das war so assi, wo hier von wegen Corona-Politik und so, ne? 2020, da habe ich das erste Mal kennengelernt mit diesem Picknick. Und noch eine andere, aber den Namen habe ich jetzt vergessen. Ach so, ja, doch. Dieser Lieferservice. Und dann habe ich mich da, weil die meinten, ja, man kann das nicht nutzen, ohne sich vorher angemeldet zu haben, weil es gibt eine Warteliste. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt mich heute anmelden, damit ich in 50 Jahren beliefert werde oder wie? Ja, gefühlt war es tatsächlich so, weil die haben mir 1,5 Jahre später, ich habe geguckt, ich hatte mir das damals mal aufgeschrieben irgendwo, wann ich mich da angemeldet hatte. 1,5 Jahre später habe ich plötzlich von denen Nachricht bekommen, ihr Platz in der Warteschlange ist frei, also so sinngemäß, ne? Sie können jetzt bestellen. Ich so, danke. Ich kann aber jetzt wieder normal ins Geschäft gehen. Ey, das ist genauso wie mit dem Kindergartenplatz damals. Ne? Da habe ich ja, sie toll. Wie hätte ich rausfahren können? Da stand ja, aber so Schlafen. Spät jetzt dran. Mit dem Kindergartenplatz war das auch. Ich habe sie angemeldet und das war gut, dass ich das gemacht habe. Nach Empfehlung von meiner Mutter mit 1,5 Jahr ungefähr. Ne? Und normalerweise ist es ja so, Kinder kommen so mit 3 in den Kindergarten. Und dann sind sie alt genug, dann hast du diese Bindungsphase in Anführungszeichen ein bisschen vorbei, also so dieses Wichtigste, sage ich jetzt mal, von der Bindungsphase. Und ist halt ein sehr gutes Alter, wo sie halt dann mit anderen so längerfristig, sage ich jetzt mal, zusammen sind, ne? Also so vom Sozialen her. Mit 1,5 Jahr habe ich die angemeldet. 2, glaube ich, hatten zugesagt, wo sie fast 3 Jahre alt war. Also es war so die Zeit, wo die wieder neue aufnehmen. Ne? Irgendwie, ich glaube, Mitte des Jahres oder so ist das immer. Irgendwie Sommerferien kann das sein, ich weiß es nicht mehr. Dann hat sie halt einen Platz gehabt und dann nochmal ein Dreivierteljahr später. Hallo, was machst du? Ich mach gar nichts. Alter, wieso hast du so gebremst? Ich hab gar nicht gebremst. Ja, deswegen musste ich eine Vollbremsung machen, um nicht in deinen Kofferraum zu hängen. Nee, ich hab nichts gemacht. Bei mir hat's nur, es hat gar ein bisschen geruckelt, wie so ein Leck. Ja, das ist die ganze Zeit schon bei dir. Aber das ist immer, wenn wir online fahren. Das ist ganz komisch. Das muss am Server. Ja, aber das war gerade stärker irgendwie. Aber ich habe nicht gebremst. Ich fahre auch gleich mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Du wolltest nur verhindern, dass ich jetzt zur Pointe komme. Nee. Und vor uns sind jetzt... Boah, was ist denn hier los? Keine Ahnung. Ich sehe dich da hinten am Horizont, weil ich ja jetzt kein Gas mehr geben kann, richtig, nach der Vollbremsung gerade. Ja, auf jeden Fall, der Witz von der ganzen Sache war, ein Dreivierteljahr später, nachdem sie schon im Kindergarten war, also schon reingegangen ist, kam dann plötzlich von der katholischen Kirche irgendwie im Kindergarten eine Nachricht, herzlichen Glückwunsch, ihre Tochter ist bei uns aufgenommen worden. Habe ich nur kurz, also per E-Mail, glaube ich, kam das, habe ich nur kurz eine E-Mail zurückgeschrieben, vielen Dank für die Nachricht, sie geht aber bereits seit letzten Sommer in einen anderen Kindergarten. Ey. Und vor allen Dingen, die haben sich nur gemeldet, weil jemand anders wohl abgesprungen ist, hatten sie reingeschrieben, ne? Es ist... Ja, die stehen hier schon fast alle. Hallo, was geht denn jetzt ab? Ja, deshalb bin ich ja auch auf dem Standstreifen vorbeigefahren wieder. Also, nee, das habe ich natürlich nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich sehe immer noch das am Standstreifen. Las Vegas! Wir sind in Las Vegas gleich. Genau, fahr du mal nach rechts rüber, das ist gut. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz, um auch nach rechts rüber zu fahren und dich auf den Standstreifen zu überholen. Idioten, könnt ihr nicht einfach mal Gas geben hier?
Viva Las Vegas. Wir hätten schon wieder Pause machen können, oder? Oder hattest du gesagt, nee, wir sind doch nicht in Las Vegas? Boah. Das ja, jetzt nicht passen. Ich glaube, das war ein Vorort, ist das hier oder so? Ach doch, da steht Las Vegas, ja stimmt. Also steht aber näher als Haupt. Needles oder so noch darüber. Ja, ja, das ist wahrscheinlich ein Vorort oder ein Vorgebiet. Aber hier bin ich auch schon mal öfter. Also ich fahre jetzt die gleiche Strecke, die ich sonst auch immer fahre, hier gerade mit dir. Ich war auch schon ganz oben links auf der Karte. Ich weiß gerade nicht, was da jetzt war. Ich habe gerade gegähnt, das habe ich nicht gehört. Du oder dein anderes Ich? Mein anderes Ich im Truck hier. Ja, du hast jetzt schon mindestens 2 Stationen, wo du einen Kaffee hättest holen können. Ja. Wobei ich immer noch der Meinung bin, da fällt mir ein, ich habe noch gar nichts getrunken die ganze Zeit, immer noch der Meinung bin, Kaffee hilft nicht, wenn du da nur einmal kurz... Achso, wir sind aber jetzt gleich da. 13 Minuten, ich sehe das Ding schon. Wenn du nur einmal kurz einen Kaffee... aber da ist auch was zum Schlafen. Also ich würde das, nachdem du abgeliefert hast, am besten würde ich ja, das ja, du würdest auch reparieren oder würdest im Truck was ändern, hast du gesagt, ne? Ja, das könnte ich sogar noch eben hinterher schieben. Weil die Folge zwar schon über die 25 Minuten drüber ist, aber noch nicht so extremst lange, wie sonst immer ist. Also könnte ich ja, das dann auch mal kurz zeigen. Ich habe extra so Folgen rausgesucht, die eben nicht so lang sind dann. Was für Folgen? Du meinst so Fahrten? Wieso bremst du nicht? Ey, du drückst hier die ganze Zeit auf die Bremse und jetzt nehme ich das Schild mit, weil er vorher nicht bremsen kann oder was? Nee, ich kann es nicht sehen im Hintergrund. Ob ich es jetzt noch mitgenommen habe oder nicht, keine Ahnung. In Ehrenberg, erster Aufenthalt. Yay! Aber das kann ich hier machen, bei denen, oder? Ja, genau, in dem Moment, wo ich hier aushole, muss natürlich der Nächste kommen, war ja klar. Komm, fahr. Ich kann ja... Nee, aber ich kann hier nirgendwo. Oh, 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 oh. Das war eng. Das war wirklich eng. Holla die Waldfee. Das wäre dann rückwärts einparken. Ja, ihr könnt mich mal da noch zu drehen, also... Wobei ich das mal dringend machen muss mit dem rückwärts einparken, weil ich die Errungenschaft brauche. Ich glaube, 10 Mal rückwärts einparken, mehr muss ich dann nicht machen. Also erfolgreich rückwärts einparken natürlich, ne? Das ist das Problem. Aber das kannst du wirklich nur mit einem Anhänger machen. Das kannst du nicht machen, wenn du so Schwergut hast oder so 3 Dinger oder sowas. Das ist... Kannst du wahrscheinlich schon, aber ich krieg das nicht hin. Habe ich dich jetzt weggeschoben? Nee, du bist gefahren. Nein, ich wollte gerade sagen. Ich fahre mal zum Reparieren. Weg. Hier ist doch nichts zu reparieren. Ja. So, eine kleine Runde. 27 Minuten hat es gedauert. Sehr schön. Aber nicht so viel EP. Na gut, war jetzt auch nicht so eine große Runde. So, dann. Wie muss ich das nochmal machen? Achso, da auf Fahren drücken. Ich wollte gerade sagen, irgendwo stand doch Fahren. Wollte ich gerade einen Schluck trinken, jetzt werde ich hier wieder reinbuxiert. Aber da ist nichts. Wo fährst denn du hin? Zu dem Reparaturding. Da ist aber kein Reparaturding. Doch. Also ich fahre dem Epi jetzt mal hinterher und dann schalte ich euch gleich wieder dazu, wenn ich da bin. Weil es könnte eventuell sonst ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht genau, wie ja, das 33 ist. Meilen, das geht da nicht. Ja, hier die... Achso, ich muss schlafen. Scheiße, auch nicht, kann ich da auch finden. Ja, das hätte hier vorne ja gekommen. Oder hast du das auf der Karte gesehen? Ja, ja, auf der Karte. Markiert auch. Boah. Ach, umfahren. Wiegestation umfahren. Das ist gut. Ich habe auch eh kein Gewicht. Na komm. Die Dinger wiegen aber auch schon einiges hier. Also. Ja, aber ich habe weder einen leeren Anhänger dabei oder irgendwas. Alter, ernsthaft? Ich wollte kurz ein Foto machen. Jetzt muss ich hier wieder wegen diesem blöden Online-Modus muss ich wieder stehen bleiben. Der andere hängt mir hier fast in der Karre drin. So. So. Zack. So. Kannst du mal fahren hier? Wo bist du denn jetzt lang gefahren? Ja, geradeaus da.
Geradeaus oder rechts rauf? Also Autobahn drin. Ja, weil ich sehe nichts von dir, deswegen. Ja, ich weiß auch nicht, wo die Autobahn jetzt lang geht. Ich hoffe mal hier. Und dann einfach immer Autobahn geradeaus oder was? Mhm. Ach, jetzt weiß ich, warum sich das so komisch fährt. Ich bin immer noch in der Third Person. Station. Alter, was ist denn hier wieder los? Jetzt hier geht oder nicht geht. Ich weiß nicht, wo ich raus muss. Guck doch mal auf die Weltkarte, da siehst du das doch. Kann ich nicht beim Fahren. Ja, stimmt. Aber warte mal, deinen Namen sehe ich aber da hinten. Wahrscheinlich weit weg, ich weiß es nicht. Da sehe ich eine Tankstelle. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt hinkomme, wenn ich da rausfahre. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich zum Epic komme, wenn ich hier rausfahre. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Entweder ist das eine ganz extrem scharfe Rechtskurve. Naja, sieht aber auch danach aus. Komm, fahr. Auch ohne Anhänger ist der ziemlich langsam in Anfahren. So, zumindest sehe ich deinen Namen irgendwo da hinten. Aber du kannst von vorne von der Straße dann direkt da rein, ne? Ich habe mir mal ein Upgrade geholt vom... Keine Ahnung, ob das ein Ja oder Nein war. Oh, anscheinend nicht. Ich muss hier nämlich eine Vollbremsung machen. Okay. Der EP weiß halt auch nicht alles. Nein. So, einmal reparieren bitte. Mein Truck ist kaputt. Aber auch nur minimal. So, einmal Wartung möchte ich aber tatsächlich mal eben machen. Boah, 2300 reparieren wollt ihr mich denn hier? Ach so, stimmt, ist ja mit Selbstbeteiligung. Muss ich ja nur die Hälfte bezahlen. Konfigurator. Und... Nee, Fahrerhaus ist alles. Lackierarbeit. Und ja, wie geil, da haben sie verschiedene. Ich meine, das mit dem Halloween, das finde ich, sieht auch cool aus. Das hier sieht auch cool aus. Ach, das sind die Drachensachen. Die habe ich auch schon freigeschaltet mit Level 14. Sehr geil. Warum hat deine eigentlich keinen Auftrag? Ich würde gerne... Ich habe erstmal 500 PS Motor eingebaut. Und anderes Getriebe jetzt. Das ist das Wanted. Und das ist das Hufeisen. Das ist das mit den Karten. Nee, ich bleib bei dem Wanted, weil das wollte ich nämlich haben. Ich möchte da nämlich so einen richtig geilen Western-Truck draus machen. Auch mit dem Anhänger. Jetzt ist die Frage, den Anhänger habe ich doch jetzt gar nicht dabei, ne? Wie soll ich den denn eigentlich jetzt lackieren? Einmal bestellen. Zack. Passe die Konfiguration deines Aufliegers an. Rüste ihn auf oder lackiere ihn. Ja, aber ich habe den ja nicht dabei. Also kann ich das quasi nur bei mir zu Hause machen, nehme ich an. Ne? Dass ich das da reinmache. Na gut, aber ihr habt gesehen, wohin das Ganze führen soll. Ich möchte nämlich so einen richtig geilen Country-Western-Truck haben. Kannst du mal da weggehen? Ich will auch noch mal dahin. Nein, kann ich nicht, weil ich mich nämlich jetzt erstmal verabschiede und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge noch haben werden. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.